Ich heiße Fabrice Schnoller und habe als Biologe das Forschungsprogramm Darwin ins Leben gerufen. Das Darwin-Projekt sucht mit Hilfe des Freitauchens und Hightech-Geräten eine Antwort auf eine einfache Frage, nämlich, was geschieht, wenn die Delfine oder die Zahnwale uns aufsuchen? Versuchen sie zu kommunizieren und wie? Ich habe das Glück, mit Fred Beul arbeiten zu können, Ex-Weltmeister im Apnoe-Tauchen und ausgewiesener Hai-Experte. Er kann mehrere Minuten ohne Luft zu holen unter Wasser bleiben und sich den Tieren nähern. Oder vielmehr sie zum Heranschwimmen verleiten. Wir suchen eine Begegnung, einen Austausch mit den Tieren. Sie sollen auf uns zukommen und ihre typischen Stimmlaute ausstoßen. Und das gelingt am besten, wenn man sich so verhält wie sie. Meine große Leidenschaft sind die Neurowissenschaften. Was diese Tiere so faszinierend macht, ist ihr Gehirn. Es ist perfekter ausgebildet als das menschliche. Was machen sie mit diesem Gehirn? Wenn ich einem Delfin, einem Wal begegne, dann sehe ich in seinem Blick etwas, das ich bei anderen Tieren nicht sehe. Etwas, das ich sonst nur bei den Menschen erkenne. Eine Form höheren Bewusstseins. Hat der Delfin die gleichen Überlegungen wie ich, wenn ich ihn anschaue? Mir kommt es vor, als ob die Delfine uns noch eindringlicher beobachten würden als wir sie. Die Begegnung mit einem Pottwal ist phänomenal. Dieser intensive Blick, wie er jede unserer Gesten analysiert. Das Interessante beim Pottwal, er nutzt ausschließlich Klicklaute. Ein Geräusch so ähnlich wie das Tippen auf einer Schreibmaschine, was zweierlei heißen kann. Entweder er sagt wenig
so wie beim Morsen. Oder er kann in diese Klicks viele Informationen hineinpacken. Wir tendieren zu letzterem. Der Pottwal nutzt diese kurzen, schnellen Klicklaute zur Kommunikation und um seine Umgebung und Meeresmitbewohner wahrzunehmen. Sie funktionieren wie ein Echolot, das auch dazu dient, Beutetiere außer Gefecht zu setzen oder sogar zu töten. Meine erste Begegnung mit Pottwalen war wie die Landung auf einem fremden Planeten, als wäre ich auf eine andere Form intelligenten Lebens gestoßen.